Hallo liebe Frühsportlerinnen und Frühsportler, hier sind wieder Kira Werner und Christoph Klein vom KSV Baunatal, eure 630 Trainer vom Standort Baunatal. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit uns nochmal virtuell online seid, um sich mit uns zu bewegen. Wir haben heute wieder ein schönes Programm für euch. Wir werden heute uns ganz intensiv um die Corona-Rolle oder den Waschbärbauch kümmern, weil ja vielleicht doch irgendwann eine Sommersaison mit Baden ansteht und dafür wollen wir bereit sein. Also drückt die Daumen, dass das gut passt. Wir werden uns darauf vorbereiten. Doch bevor es ernst wird und wir loslegen, machen wir uns erstmal ordentlich warm. Bereit? Auf jeden Fall. Dann locker ins Laufen kommen. Auf geht's. Fangen ganz normal an zu traben, einfach Arme schwingen, rechts und links neben dem Körper mit. Ne, ganz wichtig, hier kein Schnittlauch hacken, sondern locker aus den Schultern. Wir kommen mal aus dem Laufen in ein lockeres Anfersen und ziehen unsere Fersen mal zum Gesäß. Ich zeige euch das einfach mal im Seitenprofil. Und wir wechseln aus dem Anfersen mal in lockeres Gewicht. Das heißt, Knie vorne hochziehen, versucht eure Zehenspitzen aktiv mitzunehmen, die nicht einfach hängen zu lassen. Und wir wechseln wieder ins Anfersen. Kira hat mir im Vorfeld gesagt, sie hat Bock auf koordinative Dinge. Das heißt, das werden wir direkt auch umsetzen. Wir lassen unser rechtes Bein ein Skipping machen und das linke Fers an. Rechts Skipping, links Anfersen. Wusste ich, dass du das drauf hast. Das ist besser. Und wir wechseln einfach mal. Links Skipping, rechts Anfersen. Und wir traben nochmal weiter. Wir fangen an, Arme vorwärts kreisen. Alte bekannte Geschichte kennt ihr schon. Also ein bisschen tänzeln. Und wir drehen die Arme mal rückwärts. Und jetzt ein kleines Wechselspiel. Ein Arm vor, ein Arm zurück. Am besten hinter die Arme nach oben. Lasst einen vorwärts fallen, einen rückwärts. Bei wem es noch nicht klappt, wir versuchen das jetzt mal andersrum. Vielleicht ist das eure Schokoladenseite. Jawohl, und wir nehmen uns nochmal ein Springseil. Lockere Springseilsprünge. Arme kreisen so ein bisschen mit, oder die Hände besser gesagt. Und wir hopsen von links nach rechts. Wir wechseln den vor und zurück. Und mal nur auf links. Und mal nur auf rechts. Und die Luft. Stehen bleiben. Jawohl, sehr gut. Jetzt haben wir das Kreislaufsystem vorbereitet. Wir wollen noch ein bisschen mobilisieren. Wir fangen an mit unseren Sprunggelenken und der Knie und den Knien. Dafür geht ihr mal in einen sogenannten Tandemstand. Das heißt, Fuß an Fuß, als ob ihr auf einer Linie balancieren wollt. Und jetzt versucht ihr mal einmal rechts etwas aufzuheben und einmal links etwas aufzuheben. Große Kunst dabei, Fersen am Boden lassen. Los geht's. Rechts aufheben, links aufheben. Dabei liegt wie ich umfallen. Das geht noch heute voraus, ich merke das schon. So, wir nehmen mal den anderen Fuß vor. Gucken, ob er so stabiler steht. Los geht's. Einmal rechts aufheben, ausbalancieren. Links, rechts, links. Guck mal, ob ihr bis an den Boden runterkommt mit Fersen am Boden. Noch zwei Stück. Und wir kommen wieder hoch. Beine einmal locker machen. Wir bleiben bei diesem Tandemstand und diesmal machen wir das Ganze ein bisschen in Dynamik. Ihr balanciert vorwärts und rückwärts und wir öffnen dabei, in die Arme nach vorne. Und bei jedem Schritt öffnen wir und schließen. Schulterblätter schön tief, so 5-6 Schritte und dann wieder in den Rückwärtsgang. Wer wirklich bombenfest steht, kann das mal mit Augen zumachen, kommen nochmal vor. Und nochmal ein paar Schritte. Zurück. Okay, letzte Geschichte im Mobilisationspart, ein bisschen so eine Ganzkörpersache. Wir machen einen großen Schritt nach vorne mit dem linken Fuß. Rechte Knie geht leicht nach hinten.
Dann rechte Hand ist auf Höhe der Schulter und die schieben wir jetzt mal nach links diagonal oben. Richten uns auf, nehmen die Hand runter, gehen wieder tief, neigen uns rein, hoch, tief. Und noch zwei davon. Und Seitenwechsel. Das heißt, rechter Fuß geht nach vorne, linke nach hinten. Linke Hand auf Schulterhöhe, rechte Hand in die Hüfte oder hängen lassen. Und dann wieder tief gehen. Arm diagonal nach oben schieben. Oberkörper leicht reinneigen auf die Seite, wo das Bein vorne steht. Und wir kommen raus aus der Position. So, ihr Lieben, und jetzt heißt Bauchmuskeln zum Brennen kommen lassen. Auf geht's. So, los geht's für die Bauchmuskulatur. Fangen wir heute mit einer Reihe von Plank-Variationen an. Das heißt, der Frontstütz oder Unterarmstütz. Wir sind auf den Unterarmen und ich werde euch dann in jeder Pause sagen, was wir als nächste Variation machen. Wir wollen ganz viel Körperteile bewegen, um unseren Bauch ordentlich zu challengen. Also, Regie, Timer an, bitte. Starting Session. Ah, los geht's. Wir sind schon drin. Ach nee, noch nicht. Jetzt geht's los. Auf geht's. Achtet drauf, Bauchnabel einziehen. Das Gesäß ist kein Berggipfel. Ne? Also nicht hier oben hängen, sondern tief. Ihr seid ein Brett. Ellenbogen sind unter der Schulter. Und ganz wichtig, atmen und lächeln. So, die erste Runde ist geschafft. In der zweiten wandert ihr gleich. Das heißt, kleine Schritte, Fersen anheben und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, zweite Runde. Los geht's. Wir lassen die Füße einfach anheben, immer so ein kleines bisschen. Es reichen so 3, 4, 5 cm. Dadurch bringen wir unser Gesäß nochmal auf Aktivität und die Bauchmuskulatur muss ordentlich mitarbeiten. Ihr haltet den Blick immer zum Boden, dass die Halswirbelsäule schön verlängert ist. Und ich erkläre euch immer, was wir machen. Rest. Als nächstes, wir gehen in den hohen Stütz. Das heißt, Hände unter den Schultern, als ob ihr Liegestütze machen wollt. Und dann arbeiten wir mit den Armen nach oben. Work. Ich weiß zwar noch nicht, von wem die Idee gekommen ist, heute den Bauchmuskeln kaputt zu machen, aber wir kriegen das definitiv hin. Der sagt, er weiß nicht, von wem die Idee ist. Okay, wir gehen nach unten. Wir machen die Säge. Das heißt, ihr seid im Unterarmstütz auf den Zehenspitzen und schiebt euch durch die Fußspitzen Sprunggelenke nach vorne. Los geht's. Work. Wir haben jetzt übrigens hier nach 4 Runden, glaube ich, geschafft. Und dann gehen wir mal so langsam ein bisschen eine Etage höher. Okay, wir bleiben im Unterarmstütz diesmal im Wechsel. Arme rechts nach vorne strecken, links nach vorne strecken. Fertig machen, 10 Sekunden sind kurz. Los geht's. Arbeitet nach vorne, Daumen zeigt nach oben. Auch Nabel einziehen und atmen und lächeln. Jawohl, kommt. Durchziehen. Das ist unsere fünfte Runde. Wir bringen die Arme dazu. Das heißt, aus dem Unterarmstütz wandern wir in den hohen Stütz und wieder runter. Okay? Los geht's. Merkt euch vor allem die Seite, mit der ihr angefangen habt. Wir werden nämlich die nächste Runde dann mit dem anderen Arm starten. Kira, alles gut? Alles super. Dann ist bei mir auch alles gut. Auf die rechte Seite. Oh, ja, ja. Fertig machen. Und ab geht's. Schön dabei ist, hier trainieren wir noch den Trizeps, die Winkelärmchen ein bisschen. Auch die machen am Strand keine schlechte Figur. Jetzt diagonal Arm und Bein nach oben. Also, fertig machen und im Wechsel
diagonal anheben. Und kommt. Zieht durch, letzten Sekunden. Und 3, 2, 1, geschafft. Sehr gut. Das war Übung Nummer 2. Nummer 2 folgt zugleich. Nee. Also jetzt von der 1 zu 2. So ihr Lieben, Runde Nummer 2. Die Arme haben diesmal ein bisschen Pause. Wir werden uns mehr über die Beine jetzt bewegen. Und zwar klassische Übung Beine heben. Was wir leider nicht haben, ihr aber bestimmt zu Hause schon gemacht habt, ihr habt bestimmt eure Lieblingsmusik angeworfen, weil die braucht ihr die nächsten Runden auf jeden Fall, um die Motivation hochzuhalten. Ich zeige euch die 3 Schwierigkeitsstufen vom Beinheben, die wir machen. Ihr legt euch auf den Rücken, Kopf kann entspannt abgelegt werden. Wer es ein bisschen härter haben will, kann Kopf und Schultern mit anheben, kriegt so eine Vorspannung in die Bauchmuskulatur. Dann Arme ziehen, rechts und links in den Körper. Wer ein bisschen Rückenprobleme hat, kann die auch unter das Gesäß legen und so ein bisschen stützen. Beine werden nach oben gestreckt. Stufe 1, Beine werden 45 Grad abgesenkt, kommen nach oben und dann die Hüfte leicht aufkerzen. Kleinen Kick nach oben. Stufe Nummer 2, wir lassen die Beine bis kurz vom Boden runter und heben sie wieder hoch mit kleinem Hüftkick. Ja, sieht so aus. Und Stufe Nummer 3, Beine gehen runter, werden einmal gespreizt, kommen wieder nach oben und der Kick nach oben. 8 Runden, 20 Sekunden mit 10 Sekunden Pause immer. Ab geht's. Starting Session. Wir fangen an in Stufe 1. Lüft, zum Beispiel absenken, wieder hochkommen. Genau, auch hier, wie bei jeder Bauchmuskelübung oder generell bei jeder Übung, dran denken, ausatmen, überlächeln und vergesst den kleinen Kick nach oben nicht. Beine einmal absenken, ein bisschen ausschütteln. Wir haben noch 7 Runden. Wir machen nochmal Stufe 1. Und los geht's. Work. Wenn ihr natürlich schon in Stufe 2 oder 3 arbeiten wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir zeigen einfach jetzt für jeden nochmal jede Stufe ausführlich. Okay, wir wechseln in Stufe 2. Beine bis kurz zum Boden absenken, wieder hoch. Ihr werdet bei dieser Übung auch ganz krass häufig den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein erkennen. Wir Männer sind meistens ein bisschen unbeweglich und kriegen die Beine nach oben gar nicht ideal gerade. Ein besseres Beispiel seht ihr dann drüben bei der Kira, die die Beine wunderbar durchgestreckt hat. Also, liebe Männer, ab und zu mal ein bisschen stretchen kann nicht schaden. Gut, die 3 Runden haben wir geschafft. Wir gehen in Runde Nummer 4 und dann ist Halbzeit, das Ganze natürlich auch. Schwierigkeitsstufe 2. Fertig machen. Work. Genau, bis kurz vom Boden absenken, hochbringen und so eine kleine halbe Kerze. Ihr Teelicht hier. Und wir setzen ab. Wir gehen jetzt in Stufe 3, das heißt unten Beine einmal spreizen und dann wieder nach oben. Fertig machen. Ja, los geht's hier. Work. Und ihr denkt dran, wer es heftiger haben will, nimmt Kopf und Schultern hoch. Ansonsten könnt ihr die auch liegen lassen. Und kommt. Konzentrieren, Spannung. Sehr gut. Wir haben noch 3 Runden. Eine machen wir jetzt noch in Stufe 3 zum Zeigen. Und dann entscheiden wir, wer was macht, oder ihr entscheidet für euch, wie ihr noch die letzten 2 verbringen wollt. Kerze nach oben. Und schön arbeiten. Komm. So, wir haben noch 2 Runden. Stufe 2, was machst du, Kira? 3. Du bleibst in 3, sehr gut. Fertig machen und los geht's. Work. Alles für den Strand. Ich fahre in die Berge. Nein, es geht auch zum Strand dieses Jahr. Hoffentlich. Puh.
widmen wir uns der seitlichen Bauchmuskulatur. Fertig machen. Letzte Runde. Los geht's. Work. Achtet dran, wenn die Beine lang werden, dass der Rücken am Boden bleibt. Bauchnabel einziehen. Festmachen. So, complete. Bevor wir zu Übung Nummer 3 kommen, Schluck trinken und dann geht's weiter. So ihr Lieben, das Schöne an dem heutigen Trainingsprogramm ist, wir bleiben viel am Boden, aber leider nicht zum Ausruhen. Wir gehen als nächstes an unsere schräge Rumpfmuskulatur und zwar mit dem Seitstütz. Der Seitstütz haben wir auch wieder verschiedene Varianten für euch. Ich zeige euch jetzt einfach mal die drei, mit denen wir starten werden und danach freestylen wir glaube ich noch ein bisschen. Okay. Also, Stufe 1, ihr nehmt euren rechten Ellenbogen unter die Schulter, eure Beine winkelt ihr im Knie 90 Grad an, dann hebt ihr die Hüfte an, andere Hand wird in die Hüfte gestützt, Hüfte absenken und wieder hochkommen, das ist Stufe 1. Stufe 2, wir arbeiten mit langen Beinen, oben bleibt alles gleich und wir senken ab und kommen wieder hoch. Stufe Nummer 3, Beine sind lang und wir nehmen dazu einen langen Arm. Hüfte absenken und wieder hochkommen. Ganz wichtig, versucht den Blick nach vorne zu richten, weil dann seid ihr einfach auch vom Rumpf schön gerade, schön aufrecht und könnt ideal arbeiten. Wir werden das Ganze so machen, eine Runde auf der rechten Seite, eine Runde auf der linken Seite. Wir starten wieder mit allen Schwierigkeitsstufen, so dass ihr nochmal einen Überblick kriegt. Ihr entscheidet selber, mit welcher Stufe ihr arbeitet und die letzten zwei Stufen, da packen wir vielleicht nochmal einen aus. So, fertig machen. Starting Session. Und los geht's. Anheben, Hüfte absenken und wieder runternehmen. Hüfte schön strecken vor allem. Na, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch eine Stufe 4 mal erfinden oder so. Wir denken wieder, das ist ja okay. Das 4 ist okay, okay. Dann weißt du noch nicht, wie es wird. Okay, wir wechseln die Seite. Ersten 20 Sekunden geschafft. Auch wieder Beine einmal beugen, Hüfte anheben. Und dann wieder heben und senken. Work. Jawohl. Arbeitet schön nach unten und nach oben kontrolliert. Blick nach vorne gerichtet. Das richtet den Oberkörper meistens noch ein Stück weit mehr auf. Wir wechseln wieder. Runde Nummer 3, Stufe Nummer 2. Das heißt, diesmal arbeiten wir mit langen Beinen. Das wird ein bisschen knackiger. Und los geht's. Work. Jawohl, hoch runter arbeiten. Geht euer Tempo. Wichtig ist, kontrolliert arbeiten. Sehr gut. Rest. Fertig machen für Runde Nummer 4. Und dann haben wir schon Halbzeit. So schnell geht das. Los geht's. Work. Ja, Hüfte hoch, runter. Wer es härter möchte, der kann natürlich auch gerne 4 Runden auf einer Seite machen und 4 dann auf der anderen. Also da habt ihr sämtliche Freiheiten. Wichtig ist, ihr solltet beide Seiten gleichmäßig durchtrainiert haben. So, Stufe Nummer 3. Lange Arm, lange Beine. Machen und los geht's. Work. Hier kommt die Stützkraft im Arm dazu und natürlich auch ein bisschen Balance, weil ihr euren Körperschwerpunkt anders tragen müsst. Und wir haben die Nummer geschafft. Wir wechseln auf die andere Seite. Rest. Fertig machen. Und dann haben wir einfach heute nochmal eine Stufe Nummer 4 danach. Work. Die probieren wir einfach mal aus. Ihr werdet hierbei merken, bei Stufe Nummer 3, ein Arm ist wahrscheinlich ein bisschen stärker. Auf der Seite fühlt ihr euch dann natürlich auch wohler. Sehr gut. Wir wechseln in Rest. Ausgangsposition, Stufe Nummer 2, dann obere Beine einmal anheben. Einmal nach vorne führen und
So viel. Work. Genau, nach vorne, Knie anbeugen und nach oben heben. Ja, hier ist die Matte tatsächlich die bessere Wahl, da der Boden hier doch ein bisschen rutschig ist. Und komm, letzte Sekunde. Sehr gut. Und wir haben noch eine Runde. Rest. Kannst du nochmal auf der anderen Seite. Geht, oder? Das geht. Du hast koordinativ nochmal schön. Ja, natürlich. Wir wollen ja nicht nur den Muskel dumm halten, wir wollen ihn ja clever machen. Und komm, letzten Wiederholungen. 3, 2, 1. Ihr dürft absetzen. Session complete. So, 3 Übungen sind geschafft. Eine haben wir noch für den Bauch. Und dann wollen wir natürlich das Fett noch ein bisschen schmilzen lassen. Lasst euch überraschen. So, Bauchübung Nummer 4. Und zwar werden wir heute den Russian Twist einführen. Das ist eine Übung, die kennen wir so bei 6.30 noch nicht. Also ein bisschen was Neues nochmal. Und zwar zeigen wir euch wieder die 3 Schwierigkeitsstufen, die es gibt. Russian Twist ist eine Übung für die schräge Bauchmuskulatur, ein bisschen was für die Rumpfmobilität in der Drehung. Stufe 1, ihr stellt die Füße auf, neigt euch ganz leicht nach hinten, dass ihr hier Spannung habt. Bauchnabel einziehen, Hände nehmt ihr nach vorne und dann tippt ihr einmal rechts und einmal links an und atmet und lächelt dabei natürlich. Das ist Stufe Nummer 1. Stufe Nummer 2 wird ein bisschen schwieriger, da kommen die Beine nach oben und ihr arbeitet rechts und links. Und Stufe Nummer 3 wird so aussehen, Beine sind oben, ihr tippt links an, führt die Arme aber nicht nach vorne, sondern ihr führt sie nach oben für den Kopf, tippt rechts an und schaut euren Arm hinterher. Ist ein Experiment, wir freuen uns drauf, ihr euch hoffentlich auch. Los geht's. Starting Session. So, Stufe Nummer 1. Und los geht's. Das Schöne ist, während ich diese Übung gerade erklärt habe, sind mir noch zig Bauchmuskelübungen eingefallen, die vielleicht schöner oder einfacher für uns gewesen wären. Aber nein, wer braucht es schon leicht? Achte darauf, Schulterblätter zurückziehen, nicht krumm werden. So, Runde Nummer 1 ist geschafft. Rest. Das ist nicht, oder? Das ist okay. Ist okay, ne? Ich bin immer froh, wenn eine Antwort kommt. Das heißt, der andere lebt. Work. Ich bin mit Atmen und Lächeln beschäftigt. Mit Atmen? Sehr schön. Atme dich entspannt. Jawohl. So, wer möchte, folgt uns in Stufe Nummer 2. Wer sagt, oh, dann reicht mir für die nächsten 6 Runden, der bleibt bei Stufe 1. Fertig machen, Füße anheben, los. Ihr könnt hier mit langen Armen arbeiten, haltet die Hebel schön groß und Bauchnabel einziehen, Körpermitte festmachen. Ganz wichtig, damit der Rücken nicht zwickt dabei. So, 3 Runden geschafft, 5 haben wir. Rest. Das ist ganz schön sehr gut. Ich bin das nicht, das ist der Timer. Aber der ist heute auch, glaube ich, anders gestellt. Die Regie hat da heute nicht so ganz mit. Ja, jetzt kriegen wir einen Vogel gezeigt. So, Nummer 3. Jetzt nicht vorne rum, sondern über den Kopf. Jetzt werden wir sehen, was wir drauf haben, Kira. Nicht viel. Oder zu viel vielleicht. Lust auf. Work. Meine Bauchmuskeln sind gut versteckt. Das Schlimme ist, so nach Übung 3 dann wieder auf 1 oder so zurückzuschalten, ne? Das ist dann so eine Motivationskiste. So, 3 Runden haben wir noch. Ich merke schon, die Beine fallen langsam. Aber komm, deine Runde kriegen wir noch in 3 hin, oder? Auf jeden Fall. Zähne zusammenbeißen ist auch nicht schön. Work. Schön. Ah, ich falle.
Aufnahme gedrückt. So, ich arbeite in Stufe 2 weiter. Ja, ich gehe die 1. Okay. Ich auch. Weißt du, was danach noch kommt? Was du nicht weißt. Oh. Da haben wir mal schön heiß gekocht gerade. So, eine Runde davon. Rest. Und dann geht's nochmal ins Schwitzen. Aber richtig. Work. Letzten 20 Sekunden, achtet nochmal drauf. Bauch festmachen und arbeiten. Arme lang lassen, nicht kurz werden. So, letzten Schluck aus der Flasche und dann gehen wir schwitzen. Auf geht's. So, ihr Lieben, 4 Runden Bauchmuskeltraining liegen hinter uns. Ich hoffe, ihr habt alle inzwischen Stahl an diesen Stellen. Das, was jetzt über dem Stahl liegt, diese kleine, minimale Fettschicht, die holen wir jetzt ins Boot und bringen die ordentlich zum Schmilzen. Deshalb jetzt 8 Runden Gas geben. Wir starten mit Hampelmännern und noch ein paar anderen kleinen Schweinereien. Die erklären wir jetzt gar nicht. Timer an und losspringen. Auf geht's. Starting Session. Haben noch 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Work. Genau, Arme schön hochbringen. Beine auseinander, jawohl. Wir grooven uns erstmal ein. Ist die lockere Runde, ne? So, nächste Runde. Ihr zählt mal bitte eure Wiederholungen, wie viel ihr so schafft. Fertig machen. 3, 2, 1 und los geht's. Work. Ja, das sollen nicht nur 10 Stück sein. Also ihr könnt schon mal ein bisschen Tempo geben. Alle konzentriert am Zählen hier. So, wir verschärfen das Tempo. Jeder zu Hause macht bitte 4 Stück mehr. Nee, oder? Ich bin auch schneller geworden, ja. 4 Stück mehr. Also, los geht's. Oh, sehr gut. So, nächste Runde wieder ein bisschen entspannter, Puls ein bisschen runterbringen, aber Tempo trotzdem hochhalten. Also höchstens 4 weniger nur. Los geht's. Work. Ist Erholungsrunde. Wir sammeln ein bisschen Kraft für dann die nächste. Weiß schon, was kommt. Okay, Halbzeit, nächste Runde haben wir mehr nach Verkehrsrunde. Wir springen auseinander, Fersen berühren, hochkommen. Fersen berühren, hochkommen. Und los geht's. Work. Schönen Gruß übrigens an die Nachbarn, die unter euch wohnen. Achtet drauf, Gesäß nach hinten schieben, Rücken bleibt gerade. Spring normal, haben wir mehr. Und los geht's. Work. Arme schön hochbringen, wenn möchte, kann man klatschen. Ja, so zum Korrigieren mal. Okay. Wir bleiben bei den Happelmännern. Rest. Und alles Weitere ergibt sich dann. Surprise, surprise. Was hat Uli Carell gesagt? Ein Ast kann man nur aus dem Ärmel ziehen, wenn man vorher eins reingesteckt hat. So. Wir holen unser Ast jetzt raus. Wir pfeifen nämlich jetzt auf die Pausen. Und jede Pause springen wir die Hampelmänner verkehrt rum weiter. Okay? Bis zur Schlussidee dann. Und Hampelmänner verkehrt rum. Rest. Dann soll ja auch ordentlich was schmilzen, ne?
Und ab in meine... Work. Jawohl. Ich glaube, wir haben noch eine Pause. Und komm, weiter springen, Zähne zusammenbeißen, Arme hoch. Und wir springen nochmal in die Stufe runter. Wir haben nämlich normalerweise noch eine Pause auf unserem Timer. Und deshalb machen wir noch drei, noch zwei, noch einen. Und ihr habt es geschafft. Sehr gut, sehr stark. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Wir sehen uns bald. Hoffentlich irgendwann mal wieder live draußen. Ansonsten haltet euch mit den Videos fit. Bis bald. Ciao, macht's gut. Tschüss.